Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, ich bin Marcel von Ear Games und wir spielen weiter Horizon Zero Dawn und wollen jetzt nochmal die Quest aufgreifen mit Olin. Und zwar Kollateralschaden. Olin hat Aloy nicht um sein Leben angefleht, sondern um das seiner Familie, die von der Eclipse als Druckmittel gefangen gehalten wird. So, und zwar müssen wir zum Spornfelsen. Ihr erinnert euch vielleicht, wir haben Olin sozusagen, ja, verschont, also sein Leben verschont. Und er hat uns gebeten, seine Familie zu retten. So, das können wir ja gerne mal tun. Wenn es Punkte bringen, machen wir ja gerne alles. So, und zwar müssen wir mal zum Spornfelsen, müssen wir hier nach unten. So, ich würde sagen, wir bewegen uns erstmal hier Richtung Feuer. Und was haben wir da für Tierchen? Pflanzenhorn. Okay. So. Die Flamme müsste in dieser Richtung sein. So, wir haben jetzt die mega coole Ausrüstung hier. Sehr nützlich. Seht schon, wie sie super schön blinkt. Das macht das Kämpfen deutlich einfacher. Oh, da haben wir einen. Ach, den haben wir schon überbrückt, okay. Langhals. So, wo ist die nächste Flamme hier? Man kann nie zu gut vorbereitet sein. Wo ist das Schweinchen denn jetzt? Dreimal schießen, bevor das Vieh tot ist. Mein Gott, okay. So, dann nehmen wir das mal mit. Nehmen wir das Scheinchen mal mit. Das hebe ich mir für später auf. Breitkopf. Kann ich denn einen Breitkopf überbrücken? Ich vermute eher nicht. Ah, wir müssen mal wieder wirklich so einen Breitkopf. Oh, der ist entsperrt. Hm. Mal ein bisschen Alarm hier machen. Ich weiß nicht, ob man. Ach, Breitkopf war wahrscheinlich nur zum Reiten. Der kämpft, glaube ich, nicht. Jetzt Material sammeln, ist, glaube ich, nicht verkehrt. So, wo war denn das Lagerfeuer hier? Das Lagerfeuer müsste hier unten sein. Langsam. Ja, ist ja gut. Ein bisschen Entspannung hier, bitte. So, was haben wir da für Tierchen? Trampler. Könnte ich einen Trampler überbrücken? Trampler? Ist gesperrt. Ich muss wirklich in diese Brutstätte mal rein. So. Nicht schon wieder. So, dann geht's weiter Richtung. Was hast du, Felsen da? So, rede mit Olin.
Felsen wahrscheinlich und Olin müsste dann da unten sein. Oder ist Olin da? Wo ist Olin? Für mich. Ja, vielleicht ist Olin ja tatsächlich hier. Ach, da ist er ja. Moin. Aloy, eine Frau, die ihr Wort hält. Olin, deine Familie. Ich sah Helis Drohung. Du hast eine Frau und einen Sohn? Ich hätte sie lieber beschützen sollen, statt all diese Dinge zu tun. Das ist deine Chance, Olin. Deshalb sind wir hier. Ich nutze sie. Du bist wirklich zu großmütig. Hält man sie in der Nähe fest? Ja, auf dem Gehöft unterhalb der Felsen. Ich führe dich. Da ist es, da neben den Spornfelsen. So, warte mal, bevor du mich weiterführst. Trampler. Waren die jetzt eigentlich ent... Oh, ich muss jetzt mal gucken. Trampler, Plünderer, Trampler. Ach, das ist gesperrt. Schade. Wir können ja so coole Kämpfe jetzt hier mal durchführen. Okay, ich muss das nächste über die Rückschritte machen. Nicht über die Vorbesitzer nachdenken. Oh, zu spät. Oh mein Gott, was ist denn hier passiert? Das nehmen wir natürlich alles hier gleich mit. Zu Olin, wo bist Aloy, du? Aloy, unten hinter dem Fels! Ja, was ist denn dein Problem, Kollege? Das ist es. Ich bin so nah dran und kann immer noch nicht. Es ist bald vorbei. Wie viele Eclipse sind es? Soweit ich weiß, recht viele. Bewaffnet und gerüstet. Bogenschützen auf den Felsen. Sie haben aber keinen Platz für Maschinendämonen. Du hast sie ja beobachtet. Wie komme ich hinein? Glaubst du, wenn ich Strategien entwickeln könnte, wäre auch nur einer von uns beiden hier? Stimmt wohl. Wir könnten das Tor stürmen, Osaram-Stil. Oder von der Seite, oder von oben kommen. Vielleicht kommst du irgendwie aufs Dach. Ich nicht. Ich bin viel zu schwer. Soll ich das allein machen? Du könntest es bestimmt. Aber mit den Eclipse hast du immer Feinde im Rücken. Ich halte ihn dir frei, wenn du mich lässt. Nein, warte hier. Sei bereit, wenn das Kämpfen vorbei ist. Oh, ich bin bereit. Okay. So, dann gucken wir mal, wie viele haben wir denn hier. Oh ja, das sind doch schon einige. So, ich bin gerade im Belegen. Könnte man nicht von oben die aber alle wegbomben? Ja, ein bisschen taktisch vorgehen. Mal schauen, ob das geht. Wäre ja natürlich... Ich brauche Fleisch. Ich brauche immer Fleisch. Immer. Sehr nahrhaft. Lecker. Okay, das wird wahrscheinlich nicht unbedingt funktionieren, oder? Also entweder stürze ich jetzt hier gleich voll ab. Guck mal, die kann hier hochklettern. Wow. Tja, wir sind hier oben. So, von hier aus sollte das an sich ja kein Problem mehr sein.
man die ja nicht. Ich habe keine Ahnung, was sie da für komische Waffen haben. Aber offensichtlich sind die ein bisschen effektiv, die Waffen. Mit der Rüstung, es ist einfach nur genial. Ich habe keine Munition mehr. Was? Okay, kein Problem. Der kann ja schießen, wie viel er möchte. So, eigentlich ist er tot. So, der ist erledigt. Jetzt haben wir nur einen da. Der Typ jetzt runter oder? Ah, wir sind offensichtlich noch zwei da. Ah, einer ist noch hier. Der Typ bewegt sich da gar nicht weg, okay. So, dann wollen wir mal runter. So, Camp wurde ausgeräuchert. Okay, ist jetzt nicht unbedingt so die sauberste Methode, sowas zu machen, aber effektiver ist zumindest schon mal.
So, machen wir nochmal den einen Typen nochmal platt. So, so, so. Der hat mich wir gesehen. Und schau. Los. Okay, den brauchen wir jetzt. Aber das ist schon mal geil. Ich kann ja nichts mehr nehmen, ey, meine Güte. Was? Unsterbliches Schweinchen, oh mein Gott. So, wo kann man hier noch was mitnehmen? Dann müsste ich was anderes rauswerfen. Nee, das lass mal stecken. Vorratskiste ist mal gut. So, haben wir hier noch was? Ist nichts mehr. Da oben ist auf jeden Fall noch von irgendeinem Toten. Oh Gott, ich komme da nicht hoch, oder was? So, und dann gucken wir mal, ob die Family von Olin? Da ist. So, so, so. Komm ich da rein? Ich komm da nicht rein. Verdammter Sand. Finde Olins Familie. Sie Olins Familie festhalten. Verriegelt. Jemand von der Eclipse hat den Schlüssel. Den habe ich natürlich völlig vergessen. Okay. Na los, na los. Wir haben den Lärm gehört. Du gehörst nicht dazu. Wer bist du? Keine Angst. Ich hole euch hier raus. Ich hatte immer noch Hoffnung. Aber sie wurde immer schwächer. Ist es jetzt sicher für uns? Euch wird niemand mehr aufhalten. Dann ist es vorbei? Ich wollte fliehen. Ich schmiedete Pläne. Doch alle gefährdeten meinen Sohn. Du hast überlebt. Ihn beschützt. Das ist wichtig. Und dein Mann wartet auf dich. Olin. Das Kämpfen hatte aufgehört. Olin, du hast ihn hergebracht. Danke. Du musst mir nicht danken. Ich muss viel gestehen. Ich schloss einen teuflischen Pakt. Und andere büßten dafür. Und du glaubst, das weiß ich nicht? Ich hörte sie reden. Ich hatte schon immer Schmutz an den Händen. Und jetzt auch Blut. Nimm deinen Sohn an diese Hände. Komm mit uns zurück ins Anrecht. Du solltest auf sie hören, Olin. Aber Helis und die Dämonen. Es geht mir um Ehrerfüllung, Aloy. Mit dem letzten bisschen Ehre, das ich noch habe. Olin, all deine Fehler, mach sie nicht bei mir wieder gut. Geh mit deiner Familie. Zeig ihnen, was in dir steckt.
Leb wohl, Aloy. Deine Mutter. Ich hoffe, du findest sie vor ihnen. Okay, liebe Freunde, das war's dann. Ja, coole Story. Ullins Familie ist vereint, obwohl das ein kleiner Verräter war. Aber okay, gut. Man soll ja jedem eine zweite Chance geben. Das haben wir hiermit getan. So. Ich bedanke mich. Danke fürs Zuschauen, danke für euren Support. Und in der nächsten Episode gucken wir nochmal, was wir machen. Eventuell. Mal gucken. Ja, man könnte natürlich jetzt weiter mit der Hauptstory machen. Erlege die Grauhabichte, könnte man auch machen. Ja, das mit der Familie, das könnte man machen hier. Okay, und Blut auf Stein. Also, die zwei Dinger könnten wir mal machen. Einmal mit der Family und einmal Blut auf Stein. Und ja, dann würde ich sagen, fangen wir damit an. Wir gucken mal, wo das überhaupt ist. Wo ist denn das? Wo ist denn das? Wo ist denn das? Okay, hier. Ah, ja, ich weiß schon, was es ist. Es ist halt nicht ohne. Aber okay, wir können mal gucken, ob wir das packen. Vom Level her schon knackiger, glaube ich. Oder wir machen einfach mal die Brutstätte. Das können wir natürlich auch machen. Ich glaube, wir machen die Brutstätte, dann haben wir das mal durch. Können ein paar Maschinen mehr entsperren. Macht dann auch super gut Laune. So, in dem Sinne, danke nochmal. Hinterlasst gerne ein Abo, ein Like. Aktiviert auch die Glocke, um die nächste Episode nicht zu verpassen. Und dann machen wir nochmal das Schweinchen mal wieder tot. Das nehmen wir mal mit. So, und ich bin raus. Bis dann. Danke, ciao.